Gott, du willst unter uns wohnen. Wir danken dir für diese Autobahnkirche und bitten dich, lass sie für die Menschen auf Reisen zu einem Ruhepunkt werden. Erfreue sie mit deiner heilsamen Nähe, schenke ihnen Trost. Gemeinsam rufen wir, bitten dich, erhöre uns. Gott, du rufst Menschen in deinen Dienst. Wir danken dir für die vielen Menschen, die zum Gelingen dieser Kirche beigetragen haben. Wir bitten dich, fördere das Werk ihrer Hände. Gib ihnen Kraft und Durchhaltevermögen. An seinem heutigen 4. Todestag denken wir besonders an Dr. Fritz Steigerwald und wissen ihn bei dir geborgen. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, in Jesus Christus bist du bei uns an allen Tagen. Wir bitten dich für die Menschen, die auf den Straßen und Autobahnen unterwegs sind, die Berufsfahrer und die Urlauber, die Reisenden, die sich von A nach B bewegen, die Ländergrenzen überschreiten, die vielen Menschen, die in unsere Länder kommen und hier leben. Wir bitten euch alle, für sie da zu sein. Behüte sie auf ihren Wegen, bewahre sie vor Leichtsinn und Unachtsamkeit, lass sie wohlbehalten an ihr Ziel kommen. Gemeinsam rufen wir: Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, bei dir finden Menschen Geborgenheit. Wir bitten dich für die Menschen, die in unser Land zu Gast sind, die Urlauber, die Flüchtlinge, die Arbeitenden auf Zeit. Lass sie bei uns offene Türen und offene Herzen erfahren, dass sie sich sicher und willkommen wissen. Gemeinsam rufen wir. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du überwindest Grenzen. Wir danken für die friedliche Revolution in unserem Land. Wir danken, dass die Grenzen zwischen Deutschland Ost und Deutschland West nicht mehr besteht. Hilf, dass Menschen immer wieder Grenzen überwinden, dass Menschen sich begegnen und Verständnis füreinander wächst. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist unser Friede. Wir bitten dich für die vielen Krisenherde und Kriegsgebiete dieser Welt. Schenke den Verantwortlichen Einsicht, dass sie den Frieden suchen. Falle denen ins Werk, die mit Waffen und Gewalt ihre Interessen durchsetzen wollen. Beschirme die Menschen, die unter Krieg und Terror leiden. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du lässt uns dein heilsames Wort hören. Wir bitten dich für alle. Öffne unsere Ohren und Sinne für dein Wort, dass wir es als Quelle der Kraft erfahren. Mach uns bereit, deinen Weisungen zu folgen und für die Welt einzutreten. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, Gott, dir gebührt die Ehre und die Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.